Also bei der Jugendliteratur bin ich mir nicht sicher. Weil als ich 12 und 13 war, habe ich auch Bücher gelesen, die standen immer in der Erwachsenenecke. Und für einen Jugendlichen ist es immer ein bisschen seltsam, wenn man sagt, du bist jetzt jugendlich und das ist eine spezielle Literatur für dich gibt es, die kannst du lesen. Ich denke, es kommt immer so ein bisschen auf den Verstand des Einzelnen an, auch bei Kindern. Der Fünfjährige, manch Fünfjähriger versteht mit fünf, natürlich nicht mancher, sondern ein Fünfjähriger versteht gewöhnlicherweise etwas vollkommen anderes als ein Achtjähriger. Nicht nur etwas anderes, wahrscheinlich auch weniger, wahrscheinlich auch beschränkter. Das kommt ganz auf den Leser an. Ich denke, es gibt Themen für Jugendliche, die spannender sind. Und insofern gibt es noch etwas, für mich gibt es noch etwas anderes. Es gibt eine Kinder- und Jugendliteratur deshalb, weil eine, zumindest bei den Kindern, eine Kinderliteratur einen bestimmten Ton hat. Also, ich kann jedes Thema erzählen, ich muss es nur so erzählen, dass es Kinder verstehen können. Das bedeutet zum Beispiel kürzere Sätze, keine komplizierten Versponnenheiten. Ich darf alles sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie. Und durch diese Beschränkung entsteht ein gewisser Ton. Das kann man bei den niederländischen Autoren ganz besonders gut beobachten. Die haben ja Angst vor gar nichts, die erzählen alles. Aber immer so, dass ein Kind das begreifen kann. Und dieser besondere Ton ist es, was Kinder- und Jugendliteratur auszeichnet. Ansonsten würde ich sagen, jedes Kind kann jederzeit alles lesen, was es lesen möchte. Die sie interessieren. Also wenn ein Kind, man muss vom Kind ausgehen, und wenn ein Kind sagt, das interessiert mich, dann können wir da nachliefern. Wir müssen den Kindern auch Sachen anbieten, weil die kommen auf die Welt und haben ja erstmal nur ihre Familie und das, was wir ihnen anbieten. Wir wissen nicht, welcher, Jesus würde sagen, ne, du hast den Boden und dann pflanzt du wirfst die Samen aus. Und dann musst du gucken, was aufgeht. Das heißt, du kannst den Kindern erst einmal alles anbieten und dann sehen, was schlägt an. Bei den einen ist es die leichte Fantasy-Literatur, für den ist das Abtauchen wichtig, für den anderen sind es Tiergeschichten, für den dritten ist es das reale Drama, was auch immer. Wir bieten an, die Eltern bieten an, die Lehrer bieten an und dann guckt man, ah ja, das hat bei ihm was ausgelöst, das war inspirierend, da fängt er Feuer, da fängt er selber an zu erzählen. Dann ist das, was ihn, oder anders gesagt, das macht ihn glücklich. Und dann ist das das Richtige. Ich habe die Comics empfohlen, von gezeichnet von Marc Boutavant, den Autor weiß ich jetzt gerade nicht. Die Comicfigur ist ein kleiner Esel und das heißt Ariol. Und Ariol ist ein Esel, ich glaube, von 8 oder 9 Jahren, ist in der 2. oder 3. Klasse in der Schule und erzählt aus seinem Eselleben mit all den anderen Schweinen, Pferden und anderen Kindern. Es ist ein fabelhafter Comic, aber er spielt in der Jetztzeit. Und das ist ein unglaublich toller Spiegel, eine unglaublich tolle Lupe auf unser Leben. Es ist witzig, es ist klug. Meine Jungs lieben das. Ich liebe das beim Vorlesen. Also es ist wirklich etwas, was man vorlesen kann, was die Jungs auch selber lesen können. Aber das ist so großartig beobachtet, dass ist ganz großes Niveau. Es funktioniert, wie gesagt, für mich und für meine Kinder. Was auch ein Zeichen immer für gute Kinder- und Jugendliteratur ist, man müsste eigentlich sagen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur, weil es ja oft die Erwachsenen sind, die vorlesen. Und für die muss es alle gleichzeitig funktionieren. Und ich mache noch ein anderes Beispiel. Wenn ein Fünfjähriger ein Buch liest und es dann als Vater noch einmal vorliest, und es dann als Großvater ein drittes Mal liest und dasselbe Buch macht dreimal eine andere Wirkung auf ihn, hat dreimal eine andere Wirkung auf ihn, dann ist es ein gutes Buch. Ich sehe mich als Künstler, der Geschichten erzählt in Wort und Bild, wobei die Kinder an erster Stelle stehen. Also wenn die das nicht verstehen, dann habe ich die Zielgruppe verfehlt. Aber es sind nicht die Kinder alleine, es sind die Kinder und die Vorlesenden oder Mitlesenden, Erwachsenen und Großeltern. Und wenn dieser Dreisprung funktioniert in einem Stück Literatur, dann ist es gelungen und ich sehe mich als jemand, der das gerne macht und der das auch kann.
Ich sag mal so, wenn Bücher keinen Einfluss haben, dann sind sie nichts wert. Also ein Buch, das ich lese und keinen Eindruck hinterlässt, ist wertlos. Das ist wie Essen, das nicht satt macht. Und man hat Verantwortung. Ich glaube nicht, dass man was anrichten kann. Also ein Buch, das einem Kind nicht gefällt. Ein Kind legt es weg. Ein Kind steht auf und geht raus, wenn du was vorliest. Ein Kind ist vielleicht ein bisschen höflich, aber ein Kind würde nie wie ein Erwachsener sagen, ich habe 500 Seiten gelesen, obwohl ich es schlecht fand. Ein Kind hört nach 5 Seiten, nach 5 Minuten, nach 5 Sekunden auf, wenn es nicht interessiert, die Sache, der Film, was auch immer, hört es auf damit. Und ein Kind merkt sehr genau, wenn da etwas ist, was ihm keinen Spaß und keine Freude macht oder was ihn ängstigt, läuft es weg. Das ist ein Reflex, den haben wir Großen vielleicht schon ein bisschen vergessen. Und insofern kann man mit einem Buch nichts Böses anstellen. Das Schlimmste ist halt, es hat gar keine Wirkung, dann kann man es auch lassen. Dann sollte man lieber in den Wald gehen und was schnitzen oder was basteln oder was bauen.